Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, ich bin Marcel und ich hatte das große Vergnügen, einen Prototypen von Castle of Logan testen zu dürfen. Bei Castle of Logan handelt es sich um das aktuelle Kickstarter-Projekt von Underground Games aus Frankfurt in Deutschland. Bei Castle of Logan schlüpfen die Spieler in mutige Zeitreisende, die versuchen, den namensgebenden König Logan aufzuhalten, der nicht weniger versucht, als die Zeit selbst zu vernichten. Mechanisch bietet das Spiel zwei Optionen. Zum einen den kooperativen Story-Modus, bei dem die Spieler eine wirklich interessante Geschichte erleben. Und es gibt den semi-kompetitiven Exploration-Modus, bei dem die Spieler mehr oder weniger gegeneinander spielen, aber eben auch nur das zum Teil. Ich habe mir den Story-Modus genauer angeguckt, möchte euch den kurz vorstellen. Das heißt, ihr seht jetzt gleich, wie wird das Spiel aufgebaut, wie läuft das Spiel ab und im Abschluss seht ihr mein Fazit. So, ihr seht, wir sind zurück und ich habe das Spiel vorbereitet. Eins vorweg, bei allem, was nun zu sehen ist, bitte ich zu berücksichtigen, dass es sich um einen Prototypen handelt. Das heißt, das Spielmaterial, was in der späteren Retail-Version oder in der Kickstarter-Version zu erhalten ist, ist freilich noch hochwertiger. So, ihr seht hier vorne das aufgebaute Spielbrett. Dort seht ihr die Draufsicht auf Castle Logan. Ihr seht da oben die Gesundheitsleiste der Gruppe mit dem Gesundheitsmarker, den Clarity-Marker, beide Marker im Moment auf Maximum. Gesundheitsmarker der Gruppe, habe ich eben gesagt. Ja, tatsächlich, das ist eine Besonderheit des Spiels, die Gruppe agiert als eines. Ja, es kann sich also keiner der Helden von der Gruppe trennen. Diese Spielfigur habe ich genommen, weil in meinem Prototypen irgendwie kein Token für die Gruppe zu finden war. Während der Spielvorbereitung werden auf jeden Raum mit einem Fragezeichen, ihr seht das hier, hier seht ihr dieses grüne Fragezeichen, werden zwei solche Suchmarker in der entsprechenden Farbe gelegt. Ja? So, das heißt, hier kommen grüne drauf, hier kommen blaue drauf, dort hinten kommen rote, ne? Immer entsprechend des Fragezeichens. Ferner seht ihr auf der rechten Seite Random Events Karten in grün, blau und rot. Die korrespondieren später wieder mit den Räumen. Dann seht ihr Gegnerkarten in grün, blau und rot, ebenfalls korrespondierend zu den Räumen. Hier unten seht ihr die Schadensmarker, die werden beim Kampf entscheidend. Und dort seht ihr die drei von uns bespielten Helden. Einmal Sera den Scout, das seht ihr hier, Phil den Medic und Arvias den Scientist. So. Ich stelle die euch auch mal ganz kurz vor, das heißt, ich erzähle euch, was es mit diesen Charakteren auf sich hat. Da sieht man, habe ich den Reward-Marker vergessen. Fangen wir da oben an, hier oben ist die Reward-Leiste. Nach einem Kampf können nämlich die Spieler Rewards bekommen. Ja, sie rücken dann ihren Marker immer weiter nach rechts und können diese dann später ausgeben, um Rewards zu bekommen. Auf dieser Seite seht ihr die Energieleiste, den Zehner und dort den Einer. Ja, also 99 ist wohl das Maximum. Auf dieser Seite ist der Rucksack. Sechs kleine Items passen in den Rucksack. Hier unten seht ihr den Rücken. Da kann ich ein Item tragen, den Gürtel. Da seht ihr meine Offhand, die Schildhand und dort seht ihr die Haupthand. Das heißt, hier können dann auch nochmal vier sogar große Items rein. Dieser Kasten zeigt die Möglichkeiten während der Refresh, also während, sage ich mal, der Ausrühensphase an, die später interessant wird. Dort seht ihr ein Charakterbild. Hier seht ihr eine besondere Fähigkeit jedes dieser Charaktere, die nur einmal pro Runde genutzt werden kann. In dem Fall ist sie möglich, wenn wir als Gruppe mehr als 4 Clarity haben und dann kostet sie mich 4 Energie. Die Aktion hier unten ist übrigens bei jedem Charakter dieselbe, und zwar erlaubt es mir während des Kampfs für 2 Clarity eine weitere Kampfkarte zu ziehen. So, unterscheiden tun sich diese Charaktere also immer, das haben wir gesehen, durch diese Sonderfähigkeit, die man einmal pro Runde nutzen kann. Unterhalb der Charaktere seht ihr, das ist auch eine Besonderheit, eine tolle Besonderheit des Spiels, diese Auswahlkarten A, B, C, D. Es ist ein Story-driven Game, was wir hier vor uns haben. Und diese Auswahlkarten darf jeder Spieler einsetzen, um sich während eines Events für eine Möglichkeit zu entscheiden. Dann sehen wir hier das Combat, das Kampfdeck. Ja. Hier stehen dann eben
die Ereignisse drauf, die während des Kampfs passieren. Schauen wir uns gleich genauer an. So, wir sind fast fertig mit dem Aufbau. Auf dieser Seite, auf der linken Seite, sehen wir das Story Event Deck. Ja, da drüben waren die Random Events Deck. Das ist das Story Deck. Da steht immer ganz genau drauf, wann dieses Story Event Deck zu benutzen ist. Und immer wenn die Voraussetzungen, die hier aufgelistet sind, noch nicht erfüllt sind, dann wird einfach vom Random Event Deck gezogen. Der Aufbau ist fertig, wenn wir uns hier in Grün, Blau und Rot noch die Schatzkarten angucken. Ja, ich denke, ich habe nichts vergessen und gehe jetzt einfach mal in eine Spielrunde rein. Das heißt, ich erkläre euch, während ich eine Spielrunde mache, wie das Spiel funktioniert. Okay, dann mal rein ins Geschehen. In Castle of Logan besteht eine Spielrunde immer aus 6 Phasen und die werden so lange durchlaufen, bis wir entweder als Helden das Spiel gewonnen haben oder eben verloren haben. Zu Beginn einer Spielrunde haben wir immer die Bewegungsphase, die Move-Phase. Das heißt, der Gruppenleiter, der Gruppenführer, der übrigens jede Runde wechselt, der nimmt diese Spielfigur und darf sie bewegen. So, nun haben wir in diesem Spiel keine Würfel und keine Bewegungspunkte, sondern der Spielführer, der darf uns bewegen, überall hin auf diesem Spielplan, in jeden Raum, wenn dieser Raum geklärt ist. Geklärt ist ein Raum dann, wenn diese Token das Fragezeichen bedecken und die Search-Marker nicht mehr da sind. So, dann dürfte er also hier hingehen, dürfte sogar weiter in den Raum gehen und er muss erst dann anhalten, wenn in einem Raum noch kein Clear-Marker liegt. So, in unserem Fall liegt hier ein Clear-Marker, das heißt, ich könnte nur bis hier hingehen oder hier, da haben wir auch eine Tür. So, der Einstieg in die Partie ist die Ausnahme, nämlich wir sehen hier auf dieser Story-Event-Karte Do not remove this cover until the start of the game. Das heißt, ausnahmsweise zu Spielbeginn dürfen wir uns nicht bewegen, sondern wir legen diese Karte ab und haben dann eine Story-Event-Karte, die ich jetzt nicht genau zeigen will, ja, weil Story ist nun mal ein Hauptelement dieses Spiels und ich möchte einfach nicht spoilern. Den Spaß will ich euch nicht nehmen. So, das heißt, die Bewegungsphase und dann kommt die Event-Phase als zweite. In der Regel, es sei denn eben zu Spielbeginn. So, gehen wir mal davon aus, unser Gruppenführer hat uns in diesen Raum bewegt. Dann kommt die Eventphase. Und bei der Eventphase müssen wir immer zuerst auf das Story-Event-Deck gucken. Und müssen gucken, sind die Anforderungen erfüllt. Das steht dann immer hier in dem Kasten. Ja, ich muss vorsichtig sein, habe ich gesagt. Hier sieht man zum Beispiel, remove this cover when you have completed 2 random events. Na, da verrate ich jetzt nicht zu viel. So. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, muss ich immer bei den Random Events gucken. Ich gucke also für diesen Raum, grünes Fragezeichen, schaue mir das entsprechende Deck an, das ist hier oben das grüne. Ich ziehe die unterste Eventkarte. Auch hier muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein. Ja, ich sehe hier eine Eventkarte, da oben ist ein Text, ich mache das ganz schnell, da unten ist Choose und die Rückseite darf ich euch auf keinen Fall zeigen. So, das heißt, es ist ein Storytext, den liest der Gruppenführer vor und dann kommt ein ganz, ganz tolles Element des Spiels. Dann schauen sich alle Spieler, ich mache das mal für Sierra exemplarisch, schauen sich ihre Auswahlkarten an. Ja, das sind diese Auswahlkarten hier, davon hat jeder 4, A, B, C und D, mehr Auswahlmöglichkeiten gibt es nicht. Diese Karten legen wir verdeckt aus, ja, für die Option, die wir auf Basis des Texts ausgesucht haben. Dann, ja, gucken wir mal, das Spiel kann man alleine nicht spielen, das macht überhaupt keinen Sinn. Man muss es also mindestens mit einem Mitspieler spielen. So, jetzt haben wir hier unsere Auswahlkarten liegen. Die werden zeitgleich rumgedreht dann und wir haben A, C und D liegen. Der Gruppenführer hat noch die Eventkarte in der Hand, er dreht sie rum und er geht und arbeitet dann die Entscheidungen von oben ab. Ja? Er fängt immer an mit A, liest vor und dann gibt es eben Auswirkungen, dann kommt C in dem Fall und dann kommt D. So, das können wirklich alle möglichen Auswirkungen sein. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Spieler in eine Falle läuft, dass ein Spieler einen Schatz findet oder, ja. Nachdem die Auswirkungen
abgearbeitet worden sind, wird gecheckt unten auf der Karte, ob Gegner erscheinen durch die Eventkarte. Und nur wenn Gegner nicht erscheinen, dann kommt eine Phase 3, die nennt sich Enemy Alert Phase. Dann muss der Gruppenführer checken und wirklich nur, wenn auf der Eventkarte das nicht passiert, also wenn keine Gegner erscheinen, dann wird ein Coin, eine Münze geflippt. Und wir haben also eine 50-50 Chance, dass Gegner erscheinen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass auf der Eventkarte Gegner erschienen sind. Es war ein grüner Raum. Ich nehme also die obersten zwei in einem Dreispielerspiel, die obersten zwei Karten. Es sind ein Skelett und ein Lizard. So, diese beiden Gegner erscheinen während der Eventphase oder, falls da keine erschienen sind, in der Enemy Alert Phase. Natürlich kann es auch sein, dass gar kein Gegner erscheint, dann hat die Gruppe Glück gehabt. Und in diesem Fall kommt sofort der Kampf zustande. Den zeige ich euch jetzt mal ausführlich, weil der Kampf natürlich auch ein Hauptelement des Spiels darstellt. Okay, den Combat, den Kampf wollten wir uns genauer angucken. Bevor wir jetzt mit dem Kampf anfangen, ganz kurz zu den beiden Gegnern. Beides zwei grüne Gegner, beide haben sie 4 Lebenspunkte. Unter dem Namen steht ein Weakness, Weakness Melee, Weakness Shock. Das bedeutet, wenn ich eine Waffe des entsprechenden Typs habe, mache ich einmalig einen Bonusschaden. Hier unten steht der Attack des Gegners, bedeutet, wenn der Gegner die Kampfrunde überlebt, dann wird dieser Attack ausgelöst. Das Skelett würde einen Schaden machen, dieser Lizard würde Schaden machen für jeden Spieler, der einen oder mehr Damage Tokens auf den Enemy gelegt hat. So, eine Kampfrunde beginnt, indem jeder Spieler 5 Karten zieht. Das schauen wir uns mal kurz an. Versuche es knapp zu machen, aber das ist ein entscheidender Punkt, das sollten wir uns schon mal kurz angucken. So, jede Kampfkarte besteht eben aus diesen 4 Informationen: Name, Bild, Priority Number und Text. Die Priority Number ist wichtig. In unserem Fall hier eine 2 kann während der Phase 2 Schaden austeilen, gespielt werden. So, der Critical Hit erlaubt mir, einen Damage Token auf einen Gegner zu legen, das heißt einen Schaden zu verursachen und dabei die Combat Power zu ignorieren. Combat Power ist die Kraft, mit der mein Spieler angreift. Unbewaffnete Spieler haben einen Combat Power. Und diesen kann ich erhöhen durch Ausrüstungsgegenstände. Jetzt habe ich mal vom roten Stapel gerade hier diese Axt gezogen. Da seht ihr Proton Axt Weapon Melee. Schön eben, sehen wir auch dieser Schadensbonus, den ich eben erklärt habe. Und diese weiße Faust heißt ein Combat Power von 3. Mit dieser Axt, sagen wir mal Sera, oder komm, wir geben so einfach mal den Phil, den Medic. Ja, der hat jetzt die Axt und kann mit Combat Power 3 3 Karten ausspielen. Diese Karte würde nicht dazugehören. Disarm. So, das ist eine schlechte Karte. Die wird während der Phase 3 gespielt. Phase 3 nenne ich mal Gegnerangriffe, ne? Weil während ich mit den Zweiern hier Schaden am Gegner verursache, bleibt der natürlich nicht einfach stehen, sondern der wehrt sich auch. In unserem Fall müsste ich eine Waffe abschmeißen. Ganz schlechte Karte. Und da haben wir auch schon die Konterkarte dazu. Die 8-Karte erlaubt mir und einem Spieler, der rechts oder neben mir sitzt, eine unbeliebte Karte abzuwerfen. Und diese Dreierkarten, ne, Priority-3-Karten, die müssen alle ausgespielt werden gegen Ende des Kampfs. Das heißt, diese Karte rettet mir meine Waffe. So, dann haben wir noch eine Union Attack. So, das ist ein Combo-Angriff. Kurz gesagt, sofern 3 Spieler in der Gruppe diese Union Attack-Karte vorweisen können während der Phase 1, das ist die Kampfvorbereitung, da können wir dann besonders nochmal Schaden verursachen, nämlich 3. So, dann haben wir noch einen Charge Support. Auch hier während dieser Phase Kampfvorbereitung, da können ein Spieler und ich eine Kampfkarte nachziehen. Critical Hit, ja, 5 waren's. Wunderbar, das zieht Phil jetzt auch. 1, 2, 3, 4 und 5. Was hat er? Den Critical Hit, den kennen wir schon mit Phase 2. Noch ein Critical Hit, ein normaler Hit. Da können wir nochmal den Combat Power erklären. Wir hatten ja eben für ihn die Axt vom Belohnungsstapel, vom Treasure Deck gezogen. Und die erlaubt mir eben 3 solche Karten während der Phase 2 zu spielen. Zum Beispiel 3 Hits. Aber dieser Critical Hit, der ignoriert das Combat Power Limit,
könnte also darüber hinaus gespielt werden. Prima. Der Int Attack unterscheidet sich im Prinzip nicht vom Hit, außer dass er ihn auszuspielen ein Energie kostet und sofern meine Waffe eine Fernkampfwaffe war, was die Axt nicht ist, dürfte ich eine weitere Kampfkarte ziehen. Ach, und da haben wir einen Counter gezogen. Der Counter besagt eben in der Phase 3 Gegnerangriffe, da bekommt meine Gruppe dann einen Schadenspunkt. Wir erinnern uns, wir haben diese 8-Karte gezogen, die mir, das war Sierra, und einem benachbarten Spieler erlaubt, eine Karte abzuwerfen. So, das war's. Das sind die 5 Karten, die Phil gezogen hat. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Avias, der hat 2 Hit-Karten gezogen. Einen Trick-Attack, der ist das gleiche in grün wie der Aim-Shot, nur eben mit Melee-Waffen. Der Charge Support, den haben wir gesehen, und Perry erlaubt mir in der Kampfvorbereitungsphase einen Clarity-Punkt auszugeben, diese Karte abzuwerfen und eine neue zu ziehen. Gut, das war die Vorbereitung auf den Kampf. Jetzt geht der Kampf richtig los. Es gibt hier keine Reihenfolge, die wir berücksichtigen müssen. Das heißt, es ist nicht immer Sierra, Phil und Avias, sondern da können sich die Spieler absprechen. Das macht auch Sinn, nämlich Sierra spielt jetzt ihre 8-Karte aus. Das heißt, ein Spieler und sie dürfen eine Karte abwerfen. Sie wirft die unbeliebte Disarm-Karte ab, durch die sie eine Waffe verlieren würden. Und der gute Phil, der wirft die Konterkarte ab. Das heißt, es gibt einen Schaden weniger während der Gegnerangriffe. So, wir gehen davon aus, dass wir keine weiteren Vorbereitungskarten, also Priority 1 Karten, spielen und machen mal lustig Schaden. So. Sierra hat keine Waffe, das heißt, ihr Combat Power ist 1. So, sie hat eine Critical Hit Karte, die zählt sowieso nicht dazu. Die spielt sie auf das Skelett aus und dafür legt sie einen blauen Damage Marker auf das Skelett. Sobald insgesamt 4 drauf liegen, ist der Kamerad vernichtet. So, jetzt kommt Phil und der hat ja einmal den Critical Hit, der zählt nicht zum Combat Power Limit, das heißt, er macht einen Schaden. So, legt einen grünen Damage-Marker, schwierig grün von blau zu unterscheiden, hier drauf. Dann legt er einen weiteren Critical Hit auf ihn, der zählt wieder nicht zum Combat Power. Der Kamerad hat nun 3 Schaden und dann hat er noch einen Hit, der zählt zum Combat Power. Das heißt, er hat jetzt eigentlich nur eine einzige Karte gespielt. 4 Damage-Marker liegen auf dem Skelett und damit ist das Skelett schon ausgeschaltet. Das wird angezeigt dadurch, dass wir das Skelett hier um 90 Grad drehen. Okay, jetzt wäre Avias dran, ja, wenn er nichts mehr spielen möchte. Und da gucken wir mal. Avias kann 3 Schaden machen, das sehe ich jetzt hier. Hat aber keine Waffen, das heißt, er dürfte auch nur eine Karte, eine Combat-Karte ausspielen. Und das macht er jetzt aus strategischen Gründen nicht. Dieser Lizard verursacht nämlich nur Schaden für jeden Spieler, der ein oder mehr Damages draufgelegt hat. Das heißt, wir beenden jetzt die Phase 2 und müssen jetzt jede Priority 3 Karte ausspielen. Glücklicherweise haben wir diese Priority 3 Karten ja in der Phase 1 abgeworfen, nämlich die Disarm und die Counterkarte. Das heißt, die Gegner haben keine Rückschläge verursacht, die haben einfach keinen Schaden gemacht. So, das Skelett ist besiegt, das heißt, dieser Attack-Kasten, der triggert nicht, aber vom Lizard, der triggert, das heißt, den müssen wir ausführen, aber da wir nur ein HP verlieren, wenn Schaden darauf gemacht wurde, müssen wir da in dem Moment nichts machen. Das heißt, die Kampfrunde endet und eine neue beginnt, indem man wieder auf 5 Karten aufzieht. So, das mache ich hier mal gerade. So, Sierra hat jetzt wieder 5, die hat ja noch 3. Er hat die Karten alle gespielt, das heißt, er zieht 4 auf. Wunderbar, ach Gott, habe ich Glück hier. Das sind ja ganz viele Karten. Ihr seht, der Medic, der hat schon alleine mit dem Critical Hit, mit dem Hit, mit dem Hit, mit dem Hit verursacht er 4 Schaden. Durch seine Axt, die ihm 3 Combat Power liefert, darf er 3 Schaden austeilen. Plus den Critical Hit sind der 4. Wir sehen, unsere Gruppe wird diesen Kampf gewinnen. Das heißt, der Lizard würde die Kampfrunde nicht gewinnen. Für unser Beispiel reicht das. Der Kampf wäre erfolgreich beendet. Wenn der Kampf beendet ist,
Und dann folgt eine Reward-Phase. Vor dieser Reward-Phase guckt man sich aber an, welche Gegner hat man besiegt. Wir haben zwei Grüne besiegt. Das bedeutet, jeder Spieler bekommt für jeden besiegten grünen Gegner einen Energiepunkt zurück. Ne? Hier auf dieser Leiste einen Energiepunkt. Blaue und Rote geben sogar noch mehr Belohnungen. Wenn jetzt hier auf der Karte, ich gucke jetzt mal gleich hier, das sind keine Gegner hier, guck mal gerade hier, wenn jetzt auf der Karte ein Schatzsymbol stünde, hier haben wir dieses Schatzsymbol, sieht man es da, ja, dann bedeutet das, dass die Gruppe zusätzlich auch noch Schätze bekommt. So, Schätze bedeutet, in dem Fall werden entsprechend der besiegten Karte Schatzkarten gezogen, und zwar genauso viele Schatzkarten wie Spieler. Jeder Spieler bekommt seine Karte, darf sie sich angucken, dann kommen die an den Gruppenführer zurück, der zieht eine weitere, bei einer Dreiergruppe sind es vier, die werden gemischt. Und jetzt kommt der Grund, warum diese Damage-Marker entscheidend sind, nämlich der Spieler, der die meisten Damage-Marker draufgelegt hat, darf beim Aufdecken der Schatzkarten zuerst sagen, die möchte ich haben, und dann eben weiter dieses Damage-Stapels entsprechend abarbeiten. Ja? Also je mehr Schaden ich gemacht habe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Schatz bekomme. Gut, so viel zur Kampfphase. Ich hoffe, da habt ihr jetzt einen guten ersten Eindruck. Okay. Neben der Combat-Phase haben wir eben gleich schon die Reward-Phase, das ist nämlich die Phase 5, auch mit abgefrühstückt. Die habe ich euch ja kurz und knapp vorgestellt. Das heißt, zur vollständigen Runde fehlt im Prinzip eigentlich nur noch die Refresh-Phase. Und in dieser Refresh-Phase haben wir einmal die Möglichkeit, uns wieder ein bisschen fit zu machen. Das heißt, was dürfen wir tun? Wir dürfen die Aktion Rest ausführen, wenn wir resten, also jeder Charakter darf das tun. Dann bekommen wir als Gruppe einen Lebenspunkt oder einen Clarity-Punkt zurück. Jeweils nach Wahl. Ferner könnten wir rechargen und drei, ich kann das ja mal hier zeigen, ne? Anhand von dem Fill, brauchen wir ja nicht. Das steht nämlich alles schön hier drauf auf diesem Character-Board. Bei Rest steht immer noch ein HP. In der Anleitung steht aber drin, dass es ein HP oder ein Clarity ist. So, dann dürfte ich drei Energie zurückbekommen oder ich dürfte suchen, ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, suchen, dafür lege ich die Karte mal wieder hin. Suchen bedeutet, ich schaue mir den Raum an, hier steht der Gruppenmarker, da liegen diese Search Tokens und ich darf das obere Token mir angucken, das ist Searchen, suchen. So, seht ihr das? Hier, da sieht man dieses Wolfsgesicht, würde ich mal sagen. Und das bedeutet, dass zwei Gegner erscheinen und spawnen. Und zwar, das war ein grüner Marker. Das heißt, ich ziehe zwei Gegner. Hier, die. Wichtig ist, die decke ich jetzt noch nicht auf. Ja, die lege ich mir hin. Die werden einfach dem nächsten Kampf zusätzlich beitreten. So, das passiert bei diesem Search-Marker. Dann habe ich noch eine Möglichkeit hier unten, nämlich Sneak. Ja, bei Sneak, da darf ich einen angrenzenden Raum auswählen, auf den deute ich. Angrenzende Räume in unserem Fall wären dieser und dieser. Hier fehlt irgendwie so ein Search-Marker, habe ich den schon weggemacht. Auf jedem sind ja zwei drauf, okay. Ich zeige also auf einen Raum, auf den. Dann darf ich mir den oberen Search-Marker angucken, wenn ich das möchte. Und, was ganz toll ist, ich darf eben eine Treasure-Card, eine Schatzkarte ziehen. So, ich habe jetzt einfach mal eine gezogen. Das ist vom grünen Stapel, der Raum war ja grün. Ich habe eine Peitsche gezogen. Da kann ich auch noch mal kurz diese Treasure-Karten kurz erklären. Die kostet 4 Energie oder gibt sie mir, wenn ich sie verkaufe. Verkaufen kriege ich etwas weniger. Der Name, hier Weapon Range Large. Range heißt Fernkampf, Large heißt, ich kann sie nicht in den Backpack packen. Zwei Combat Powerpoints und einhändig, ja, die hätte ich jetzt bekommen, ganz toll. Achtung, dieses Sneaken hat aber auch einen Nachteil. Ich muss gucken, ob Feinde aktiviert werden und das mache ich wie in der Enemy Alert Phase. Ja, nachdem jeder der Spieler seine Refresh Phase hinter sich gebracht hat, übrigens bei der Refresh-Phase darf ich natürlich auch hier meine Sonderaktionen nutzen. Ja, gucken wir uns nochmal den Phil an. Der hat zum Beispiel ja einmal pro Runde kann der ja die Gruppe heilen. Ne? Könnte ich jetzt auch machen. So, wenn also die Refresh-Phase beendet ist, dann wechselt der Gruppenleiter, das heißt der nächste Gruppenleiter.
Der nächste Charakter, nächste Spieler wird Leader. Man guckt kurz sich das Clarity Level oben an, hier. Wenn der Marker auf 0 wäre, würde die Gruppe einen Lebenspunkt verlieren. Wenn der Raum hier gereinigt ist, ich habe das ja vorher bei dem Move gesprochen, gereinigt ist er, wenn alle Search Tokens weg sind. Das heißt, die Gruppe sollte, das ist meine Erfahrung, gucken, dass sehr, sehr viel gesucht wird. Dann wird dieser Clean Marker draufgelegt und das heißt, ich darf mich frei bewegen. So, prima. Das war eine Runde im Detail von Bewegen, Event-Phase, Enemy Alert, Combat-Phase, Reward-Phase und Refresh-Phase. Alle 6 Phasen habe ich euch vorgestellt. Dann bleibt eigentlich nur noch mein Fazit. Und das kommt gleich. Wenn ich meine Meinung zu einem Brettspiel abgebe, sind es 3 Aspekte, die ich mir genauer anschaue. Das sind Material, Thematik und Mechanik. Zu Material kann man bei einem Prototypen nicht viel sagen. Ich finde das Material der Phase des Projekts entsprechend angemessen. Das Einzige, was störend für uns als Gruppe war, waren die Damage-Marker, die grünen und die blauen. Die waren teilweise nur schwer zu unterscheiden. Aber ich bin sicher, dass das Material, das fertige Material des Brettspiels, der Kickstarter- oder Retail-Version, noch ein ganzes Stückchen besser wird. Aber es war wunderbar spielbar, von daher keine Beschwerde. Die Thematik, ja, ich verrate nicht zu viel. Jeder, der sich die Kickstarter-Seite durchgelesen hat, weiß, es handelt sich um ein Zeitreise-Brettspiel. Das heißt, wir befinden uns nicht nur in der Gegenwart, wir wechseln auch ein bisschen. Die Zeit selbst steht ja auf dem Spiel, wie ich eingangs schon gesagt habe. Mich persönlich spricht das sehr an. Und wenn euch das auch gefällt, es wird ja auch nicht in jedem zweiten Brettspiel thematisiert, dann ist das hier vielleicht genau euer Spiel. Die Thematik wird übrigens sehr gut, und da komme ich zu meinem dritten Aspekt, von der Mechanik portiert und aufgenommen. 2 Dinge haben mir hier besonders gut gefallen, nämlich einmal die Events und diese Eventphase. Ich hatte es ja vorher vorgestellt, ne? Wir schauen immer auf dieses Story-Event-Kartendeck und sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, arbeiten wir uns hier auf diesem Story-Event-Kartendeck vor. Ihr seht, das ist allein für meinen Prototyp, ist das schon ein ganz schön dicker Stapel. So, hier wird eine ganz tolle Story erzählt, das muss man wirklich sagen, die ist wirklich sehr interessant, die ist spannend und die ist auch teilweise sogar ein bisschen lustig. Und uns hat auch einfach die Mechanik mit diesen Auswahlkarten, die hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und es war auch so, dass die Auswirkungen, die während dieser Events stattfanden, dass die nicht ganz willkürlich waren. Im Gegenteil, ja, also die hat sogar das Spiel verändert, die hat die Geschichte verändert, die hat gepasst. Ja, das war ganz toll. Die Random Events, die dann auftreten, sofern wir noch nicht bereit sind für das Story Event, die geben noch ein bisschen weiteres Flair. Also ein ganz, ganz tolles Element. Ich mag das. Also ich finde das sehr, sehr wichtig und ich finde es toll, wie Thematik und Mechanik hier miteinander zusammenarbeiten. Das zweite war der Combat, also der Kampf, und den finde ich hier auch sehr gelungen. Ja? Wir ziehen als Gruppe unsere 5 Kampfkarten. Wir haben diese 3 Priority-Phasen, 1 als Vorbereitung, 2 als Kampf, 3 als Gegnerrückschläge. Und wir versuchen schon vorher, wir sehen ja unsere Hand, versuchen schon während der Kampfvorbereitungsphase zu verhindern, dass wir in Phase 3, ich sag's mal umgangssprachlich, eine auf den Hut bekommen. Ja. Wir dürfen uns mit unseren Mitspielern absprechen, wir dürfen aber keine Karten zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir versuchen uns in Position zu bringen, wir versuchen zu verhindern, dass unsere Waffe auf den Boden fällt. Dann teilen wir Schaden aus, versuchen eben möglichst wenig zu kassieren. Das funktioniert sehr gut, das macht richtig Spaß. Kleiner Wermutstropfen hier an der Stelle ist, uns waren es zeitweise einfach zu viele Gegner, die den Storyfluss behindert haben. Das heißt, durch die Events, ob jetzt Story oder Random Event, dann die darauf folgende Enemy Alert Phase, sind sehr häufig Gegner erschienen, die uns als Gruppe aufgehalten haben. Und das fand ich teilweise einfach ein bisschen übertrieben. Das hat das Ganze etwas gestreckt. Wäre nicht notwendig gewesen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles in allem funktioniert das aber. Das ist ein Spiel, was sehr viel Spaß macht, was storytechnisch interessant ist, was von der Mechanik ja, einzigartig ist. Ich habe so ein Spiel noch nicht gespielt. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, wo immer ihr jetzt dieses Video auch seht, wie ihr drauf gestolpert seid,
Schaut euch den Kickstarter möglichst zeitnah an. Lest euch das mal durch, ob das was für euch ist. Ich persönlich finde es klasse, ja. Und ich kann euch nur ermutigen dazu, das Brettspiel, denke ich, kann man sich auf jeden Fall in die eigene Sammlung einreihen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle natürlich nochmal bei Underground Games für den Prototyp, den ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Ich bedanke mich bei euch, die ihr euch die Zeit genommen habt, mein Video anzuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen habt und ihr dann auch ein Gefällt mir dalasst. Falls ihr meinen Kanal abonniert, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Das verspreche ich euch und verbleibe mit spielerischen Grüßen, euer Marcel.